Hallo liebe Leute, willkommen zurück zum Let's Play von Champions of Regnum. Wir haben Krieg gegen die Igen, wie immer. Und ich war vorher in Altaros und habe da ja ein bisschen verteidigt mit der Gilde, dem Clan. Und ja, währenddessen ist hier uns das Aggersborg Fort eingenommen worden. Wir müssen es jetzt wieder zurückroben. Aber kein Problem. Das sieht so ein Sch... Der ist ja mega schwul. Er sieht einfach schwul aus. Die gehen immer auf mich. Und ich habe sogar Minus. Ich habe mich selbst umgebracht. Ich wollte keinem die Krips geben. Deshalb habe ich Minus 5. Und ich habe recht viele gesammelt. 281, also mehr als doppelt so viel. Und dafür auch sehr viel Erfahrung gesammelt. Jetzt muss ich nur noch mehr Level haben. Aber das werde ich ja dann mit dem AXP Booster machen. So. Da hauen sie alle ab. Mal hier rüber. Greifen den an. Sind alle zu weit weg. Es läuft mit dem Clan läuft alles besser, weil sie natürlich viel besser helfen können. Ich wurde manchmal extrem falsch supportet und so. Also. Es ist ja nicht ich nur, es sind ganz viele und dann werden sie einfach gar nicht supportet, weil die Bashes irgendwo bei den Tanks sind und so. Und ohne Damage-Dealer haben die Tanks natürlich auch keine Chance, also wieso macht sie dann so blöd und heilen die Tanks, wenn wir es auch sonst ohne aushalten können. Also ein bisschen ist die Intelligenz von manchen Spielen extrem unterirdisch. Um es gelinde ausgedrückt zu haben. So, kann ich einfach sagen, ja. Ein bisschen umschauen wäre toll, aber alle sind so ein bisschen depri in einem schlechten Zustand sozusagen. So physisch. Echt schlecht. Jetzt tötet ihn. Ja, gut. 10 von 20, gut. Von den Söden habe ich 19 von 20. Die könnten wir jetzt dann bald abschließen. Und, ja. Oh, 7 Wagen, einen Ausfall. Sie haben einen Totalausfall. Ich bin so böse. Gelinde gesagt, recht böse zu allen, die mich nerven. Ja, die gehen immer sofort auf mich. Ist klar, dass ich, weil ich low level bin. Aber Leute, wenn ihr doch merkt, sie fallen aus, dann schaut, dass ihr euch retten könnt und nicht hier so ein schlimmes Durcheinander produzieren. Das ist nichts. Tote Leichen brauchen wir nicht. Wie sie jetzt einzeln einfach wieder dorthin gehen und dann noch einen Warp aufmachen. Wohin? Wo ist die südwestliche Brücke? Hier. Die allgroße Teil. Oh. Jetzt haben wir doch das schon schön eingenommen. Jetzt müsst ihr nicht noch dort eure Zeit verschwenden. Aber wegen der WMC müssen natürlich alle immer sofort dort bleiben und verteidigen um jeden Preis. Na gut. Was habe ich noch? Ja, einen Sonnenstab des Blitzes gefunden. Ein paar, ja, Azuritiade gefunden. Jetzt habe ich fast jede Farbe außer Rot, glaube ich nicht. Sonst habe ich alle. Wie süß, wie viele das immer sind.
So haben die Ecken eigentlich Probleme, dass sie so viel sein müssen. Haben die irgendwie einen Clan, einen Streamer oder so? So einen richtigen... Oh, ich will unbedingt Ecken mehr. Wenn dann Drago Basel-Fan und also, bitte. Wie man einfach nichts machen kann. Es ist schlimm, mal ein bisschen besser aufräumen hier. Alle hinter dem Baum. Oh, ich kann nicht. Ich habe Angst. Ich gehe wieder selbst mal. Ach komm, hey. Wieso schießt er denn auch nicht? Immer wenn es steht daneben, dann schießt er es gar nicht. Ja, so klar ist es dann daneben. Ach, sind das Feigling. Das haben alle in die Burg rein. Gut. Geht mir jetzt mal pissen. Ding ab, ich schaff's nicht. Zu wenig Schaden. Zu viel Malus auch. Mann, ich sollte leveln, aber ich schaff's nie leveln. Ganzer Clan will, dass ich mitmache. Ja, nicht auf mich. Ja, helft mir doch. So. Hey, ich bin hier der YouTuber. Ihr müsst mir helfen. Ich werde wirklich noch zum PC-YouTuber. Dieses Spiel macht mich krank. Ich bin doch so ein netter YouTuber und fange jetzt schon wieder an. Krass, wie wir verlieren die ganze Zeit, weil einfach alle nicht intakt sind. Leute, ihr müsst taktisch kämpfen. Hier ist nichts von Taktik. Ja, alle auf den. Genau, ich mag healen mal. Für YouTube. Aber fürs Spiel nicht. Für die irgendwo in-game sind leider nicht. Kann ich nicht. Ja, ja, und das ganze Livestream-Zeug geht nicht. Ich kann es schon machen. Aber dann kann ich keine Kommentare beantworten. Kann ich sehen, was genau. Ob es flüssig läuft und alles mögliche, das ist vielleicht. Na gut, vielleicht schon, aber. Außerdem bin ich extrem müde. Ich kann so wenig schlafen momentan. Jetzt wollt ihr nochmal angreifen und verliert wieder so viel Leben. Also bitte, taktisch. Ich schaff's ja sowieso nicht. Ja, wir brauchen schon ein paar Alus mehr, ja. Das stimmt. Genau, Alufolie mehr. Das heißt Als, nicht Alus. Alsen, Alsen, Alsen. Ach, die blöden Paladine, meine ich. Ritter. Hi. Schaut euch das mal an, immer die ganze Zeit dieses Miasma. Sultas Terror heißt es. Sultas Terror. Was ist denn das für ein OP-Zauber? Also, er ist nicht OP, aber er ist mit dem riesen Megastun immer so unfair. Ach, Leute. Ich glaube, ich gebe es auf. Ich wollte euch jetzt mal wieder eine Schlacht sehen und kaum wir die Schlacht ein bisschen größer, haben wir wieder null Chancen. Es wird nichts. Ihr könnt nicht mal ein paar töten. Buffen. Defensiver. Also jetzt greifen sie wieder an. Ja, ein Riesenkampf. Ein Riesenkampf. Die kann ich töten, die ist nur schwer.
bekommen. Nein, sie hat sich geheilt. Sie wurde geheilt. Wir haben Soldunstella nicht abbekommen. Ich fühle mich gerade so OP. Wir haben eine gute Chance. Wir können schauen. Nein, es kommt noch mehr. Nein. Oh, ich habe keinen Überblick mehr. Ich erziehe mich bald. Gott, oh nein, kein Paladin. Wieso heißen die eigentlich nicht Paladin? Das sind doch Paladin, keine Ritter. Ritter haben andere Vorteile. Jetzt greift den mal an und tötet ihn. Aber gib mir... Hä? Ich habe so viel Schaden gemacht und trotzdem habe ich nichts bekommen. Frechheit. Die Sirten haben irgendwelche Hex, dass ich keine XP bekomme. Keine Krips. Immer diese armen Sirten müssen mir Krips geben. Ja, und jetzt? Gebt mir auch mal Krips. Ich will Krips. Ja, Krips. Krips. Noch mehr Krips. Das ist wieder der Zuschauermoment. Immer wenn ich alleine bin und nicht aufnehmen kann, weil ich rendere und hochlade, dann kommen die guten Schlachten und möchte eins unbedingt zeigen. Aber es beginnt dann an zu lecken. Oh, mein Fraps hat so scheiße ist. Ich bin tot. Einen fetten Schaden bekommen, aber gut. Das ist der Feuerregen gewesen. Ich dachte, das war etwas anderes gewesen. Hm. Jetzt kommen alle wieder raus. Haben sie wieder ein bisschen Blut geleckt. Da ist wieder diese dieser Schwuler-Sein. Ich habe nichts gegen Schwule gehabt, das muss ich sagen. Ich habe sogar Schwule eigentlich relativ ja nicht gerne, aber ja, sie nerven zwar manchmal extrem, aber ich habe kein Problem mehr mit Schwulen, aber das ist auch wieder der Zuschauer, also der Let's Play-Effekt. Oh Gott, Gott. Muss ich alle runter machen. Geht's noch? Hm. Das merke ich, das haben hohe, also große YouTuber vor allem. Dass sie dann einfach irgendwelchen Mist erzählen und dann nicht wissen, was ihnen dann gehatet wird und so Sachen. Aber, ja, meistens brauchen YouTuber auch irgendwas zu reden. Es reicht langsam, ey. So. Also meine Konzentration ist gerade extremst am Arsch. Ich bin mich so am Konzentrieren, damit ich hier ein paar Gegner rausfischen kann. Das ist wirklich ein Fischerspiel. In anderen Spielen kann man die fokussieren. Aber in Regnum unmöglich. Regnum ist sowas von profihaft. Für Profispieler, die etwas solches brauchen. Die rausfischen müssen. Ja, der bekommt auch viel Schaden. Das lohnt sich, den anzugreifen. Den hier, Larry. Ich will Larry töten. Larry Okuba. Hm. Was ist das, ey? Schrecklich. Es lohnt sich so nichts für eine Low-Levelige, so eine Schlacht zu machen. Ja, ja.
Oh je. Also bei den Schwulen ist meistens so, wenn sie sich richtig rausstechend machen müssen, dann mag ich sie nicht so. Aber das sind sie auch selber schuld. Wenn sie normal schwul sind, wenn sie zwar bemerkbar machen, aber nicht damit nerven, habe ich null Probleme. Also nicht mal null Probleme, sondern sogar positive Sachen. Aber machen leider viele nicht, oder? Dann sind sie auch Opfer. Aber ich will sie ja auch nicht so unter die Nägel hauen. Eigentlich gar nicht. Kurz sagen, es ist ein richtig Schulmärkt. Ey, wir haben mal bekommen! Ich fühle mich gerade 100% der Beste hier auf Ra. Yay, zweimal. Wow, ey, ich bin... Seht ihr, wenn es einzelne Gegner sind, da habe ich kein Problem. Aber kommen mehrere hundert, die auf einen Gegner reinhauen, habe ich ja keine Chance mehr, weil ich am wenigsten Schaden mache. Und das bekomme ich am wenigsten über, also gar nichts, oder? Ey, nein, nicht töten. Ja, gut, ja. Ja, 14, 20. Also noch 6 und ein Syrte. Ich bin der Beste, ich weiß es. Ich möchte der Allerbeste sein. Oh, du musst Level 45. Ich weiß es, ich habe schon 500 Forts erobert. Was? 50 Stück pro... Und nichts funktioniert. Ah. Hallo, Scheißverzögerung. Klickt man immer zweimal, könnte man sofort wieder rein. Also, auf jeden Fall... Was? Herb? Nein, Herb gehe ich nicht. Ja, okay. Gehen wir Herb mit. Aber nur kurz. Wenn es länger dauert, muss ich den Part halt beenden. Oh, schaut mal. Alle haben einen Kringel. Das ist... was ist das? Vigiland? Okay. Schaut euch mal, wie viel wir bekommen haben. Das ist so Wahnsinn. Das sind jetzt ungefähr 4 Striche gewesen. Seit der Aufnahme irgendwie 2 oder so, keine Ahnung. Vor allem habe ich da... Also ich sage euch... Seit, glaube ich, dem Buch habe ich alles durch Reichsschlachten gemacht heute. Ne, gib mir den. Ich brauche den noch. Ich brauche noch einen. Nein, ich brauche noch einen. Ich brauche noch einen. Hey, ihr Bösen! Mann, dieses scheiß Pferde. Ich kann nicht angreifen, Zeugs. Ihr seid so böse. Ihr geht einzelne zu schnell. Das muss länger gehen, damit ich auch eine Chance habe. So, alles so. Ja, ja, mein Liebster. Saufkumpan. So, der Gunnar ist da. Ja, der Gunnar. Clansbruder. Das ist jetzt ein Pferd vom WMC. Warmaster-Pferd. Steff der Killer. Und hier schreiben sie Englisch. Wieso schreibt er Englisch?
hat denn der? Sieht das irgendwie hässlich aus, so zwei Hämmer ineinander. Das ist Regnum. Da können zwei Hämmer ineinander sein. Sehr lange Speer passt auch irgendwie nicht. cool, ihr habt schon mal reingeschossen. Schaut euch mal dieses Chaos an. Gib mir mal was, gib mir mal was. Wo ist jetzt dieser Ritterwächter? Gebt mir noch einen. Ich brauche einen. Einen. Gebt mir einen. Ja, sicher. Ja, haben. Hab ihn. Ich habe ihn. Yes. Ich fühle mich doppelt so stark jetzt. Jetzt gehen wir gleich mal an den Strand runter und machen Urlaub. So, und jetzt gehen wir wieder raus. Komm, wir lassen uns killen. Gib mir mal ein bisschen ab. Was ist denn das für eine Robe? Sechs und... Mann, ist der schnell. Ja, bald tue ich dann auch Stunts mitnehmen, aber ich mache keinen Schaden, dann komme ich kein Ding über, dann muss ich ohne Stunts eine Skillung machen. Was hat der jetzt schon wieder? Er ist eingefahren, aber er hat wahrscheinlich einen Buff. Ja, wir haben ihn. Der macht einfach gar nichts. Steff, der Killer. Den haben wir auch. Da ist auch noch einer. Die hauen einfach ab. Lasst mich mal töten. Lasst mich mal töten. Töt mich! Du töt mich. Töt mich. Töt mich. Hallo, töt mich. Töt mich. Ja, ich will. Ich will. Danke. Sie haben es geschafft. Sie haben es geschafft. Willkommen bei den Dracokiller. Gut. Also. Ja, ein länger Part noch. Und dann, wir sind innen schon. Stimmt. Puh. Gott, oh Gott, ist der. Habt ihr den gesehen? Einfach mal unfähig dort gewesen und hat nichts gemacht. Dabei, ich sagte doch, ich mach die extra so, dass ich gekillt werden will. Ich wär's uns abgehauen, natürlich, aber... wahrscheinlich sind die ein bisschen schwer vom Begriff. Es gab auch schon einen, der gekillt werden wollte von mir. Ging halt ein bisschen, weil er sehr schwer war, aber... dann hat er sich noch gefreut kurz vorher. Ich habe ihn extra ein bisschen kurz... nicht angeschossen und er hat zu mir geklatscht und ja, das war süß.
Solche Gegner habe ich gern. Die sollten öfters Ding. Nein. Es ist klar, man will sich ja nicht selber umbringen wegen den Minus. Dann lässt man sich manchmal umbringen. Damit man schnell wieder zurück ist. Also, dann gehen wir zu dem. Wir haben halt keine Igen. Boah, der hat noch Secrets eingesetzt. Habe ich gar nicht gesehen, dachte, er macht überhaupt gar nichts. Okay. Südkreuz. Ich glaube, Südkreuz war mal ein extrem starker Angriff. Dann haben sie irgendwie langsamer gemacht. Und irgendwann mal schwächer. Ja, ja. Ich glaube, es ist immer noch der stärkste Angriff. Ja, außer ein paar Barbarenangriffe. Und vielleicht ein paar Hexangriffe. Aber etwas an die Profis möchte ich noch wissen. Es gibt manchmal so Elektropfeile. Da schießen sie so richtige Elektropfeile mit Funken und so. Welcher Angriff ist das? Ist der von Jäger oder ist das ein Bonus von Elektrobögen oder Pfeile? Ich möchte es wissen, weil das ist zwar, das sieht einfach cool aus. Mal gucken, ob ich da irgendwie etwas machen könnte, einfach so zum Showen. Ich mache ja eine Let's Show, stellt euch das mal vor, ich muss doch euch etwas zeigen, oder? So. Ach ja, immer noch, soll ich jetzt bald das Let's Show umbenennen in Let's Play? Ich sage schon immer Let's Play, also kann ich es bald machen. So, jetzt noch ein bisschen. Ich gucke, dass ich morgen früh nochmals einen Part aufnehmen kann. Da tue ich dann am Strand ein bisschen Level noch. Und euch ein paar Sachen, wichtige Sachen sagen, soweit. Weil es ja eben nicht so ein interessanter Part ist. Und eventuell dann morgen livestreamen. Einfach nur livestreamen auf YouTube. Wenn halt alles nicht geht, dann mache ich es auf Twitch. Aber ja, da müsste ich alles wieder einstellen. Gut, jetzt haben wir schon mehr als 30 Minuten. Sehe ich schon fast 40 Minuten. Ich bedanke mich fürs Schauen. Ich laufe noch zum Strand, damit ich morgen den Bonus mitnehmen kann. Dann werde ich sofort aufnehmen. Und für euch auf jeden Fall einen schönen Morgen, Mittag oder Abend. Und ja, eben das Video kommt morgen früh. Also für euch ist es halt einfach meistens zwischen 6 und 12 Stunden Verschiebung, weil auch die Videos halt lange brauchen zum Hochladen, aber ich sorge dafür, dass es so wenig wie möglich Verzögerung ist. Und im Livestream werden wir dann ja vor allem Reichschlachten machen, aber eben auch Leveln und so weiter. Das halt, was ich nicht mache, wenn ich hochlade. Also nicht aufnehmen kann. Und wenn wir Probleme haben während dem Hochladen, ja nein, ich werde sowieso nicht machen, aber einfach mal austesten, wie es ist, wenn ich ein Video hochlade, ob ich noch gut livestreamen kann. Ich glaube aber eher nicht, das kostet so viel Internetleistung. Und ich wohne ja noch nicht in der Stadt, also habe ich noch kein Glaswasser, nichts. Das muss alles noch kommen. So. Plan. Dann mal auf Wiedersehen und tschüss, euer Dragobasler. Bye.